Erstmal Dankeschön. Bill Viola ist einer der größten Videokünstler und zurzeit ist er mit einer Ausstellung in Frankfurt an ganz verschiedenen Orten, zum Beispiel an der Börse oder im Dominikanerkloster. Und genau da war ich heute, habe gedacht, ich gucke das mir jetzt mal an. Aber bei Viola ist eine Ausstellung was anderes. Da kommt man rein, ist sofort mitgerissen durch die Geräusche, die Bilder und es lässt einen wirklich nicht los. Und genau das will Bill Viola. Bill Violas Bilder sind wie Naturgewalten, oft genauso erschreckend oder großartig. Seine neueste Videoinstallation heißt The Crossing, die Kreuzung, als gäbe es nur die Wahl zwischen Wasser und Feuer. Diese mit großer Perfektion geschaffenen Bilder haben vor allem ein Ziel, das Unbewusste zu treffen, den Sitz der Gefühle. Und das gelingt ihnen, weil wir alle diese Bilder schon einmal gesehen oder geträumt haben. Diese Bilder stammen nicht von mir. Sie kommen aus der gesamten Welt, aus der Geschichte, durch vielfältige Überlieferung. Das ist kein spezieller Mann mit einem speziellen Namen, der da in Flammen steht. Das ist eine Art Ikone, die zu sehr verschiedenen Zeiten und auf ganz unterschiedliche Art in der Geschichte aufgetaucht ist. Ich habe das nur aufgenommen und in einer Weise übersetzt, die wir heutzutage verstehen können. Gedreht ist diese Sequenz in den Studios von Hollywood, wo das Kino der großen Gefühle entsteht. Aber dieser Mann hier muss weder gurgelnd ertrinken noch schreiend verbrennen, um uns unter die Haut zu gehen. Die Installation The Crossing ist eine mystische Vision. Es geht um das Einswerden mit der Natur. Auch die Gefühle und Passionen gehören dazu. In unserer von Technik bestimmten Gesellschaft werden sie verdrängt, als ein störender Rest. Doch Bill Viola findet sich damit nicht ab. Seine Entdeckungsreise gilt jenem inneren Kontinent, dem für das Leben so unverzichtbaren Kern. Der Schlaf der Vernunft gebiert Monster. Nachts fallen die Bilder des Unbewussten über uns her. Ängstigend, geheimnisvoll und unberechenbar. Der technische Aufwand dieser Kunst ist kein Selbstzweck. Es geht um verblüffend einfache Botschaften. Die Welt des Menschen hat Platz in einem Wassertropfen. Jeder Kinogänger kann diese Kunst verstehen. Wenn die Leute ins Museum kommen, denken sie, dass sie einen Text brauchen, eine Erklärung der Werke, die ja von ihrem Leben abgetrennt sind. Aber wenn sie ins Kino gehen, dann gibt's da keinen erklärenden Text. Und dieser Unterschied hat mich interessiert. Dass da eine Form der visuellen Kunst existiert, die anscheinend Erklärung braucht, und eine andere, die es nicht nötig hat. Bill Violas Installationen packen die Sinne. Er verfremdet den Ton, verwandelt den Schrei eines Mädchens in den Gesang eines Wals. Eine animalische Hymne der Industriegesellschaft. Manchmal wirken seine Bilder wie erstarrt oder entwickeln sich langsam wie in Zeitlupe. Und doch treffen sie unser Bewusstsein oft so überraschend wie ein Blitz. Die Videos und Installationen des Amerikaners Bill Viola leben vom Geheimnis der Zeit und ihren seltsamen Rhythmen. Bill Viola ist zweifellos ein moderner Mystiker. Mit Hilfe der Videotechnik vermittelt er die spirituellen Erfahrungen der Gegenwart. Im Frankfurter Dominikanerkloster zeigt er ein Triptychon von Geburt und Tod, dessen Wucht in der heutigen Kunst seinesgleichen sucht. Er hat das Sterben der eigenen Mutter gefilmt und dieses ganz persönliche Dokument dann in das Altarbild eingefügt.
Das Leben und das Werk der Mystiker hat eine große Nähe zu dem der Künstler, weil sie in zutiefst persönlicher Weise gearbeitet haben. In Opposition zur etablierten Macht, in diesem Fall der Kirche. Und was mich und meine Kollegen angeht, so befinden wir uns in Opposition zum etablierten System der Kunst. Als ich diese Arbeit machte, war mein Leben ein totales Chaos. Man könnte also sagen, dass ich diese Figur in der Mitte bin. Gleichzeitig gibt es einen universelleren Zusammenhang, nämlich die Stellung des Menschen in der Welt. Wir befinden uns buchstäblich zwischen Geburt und Tod und wir sind grundsätzlich verloren. Und der Prozess, wie wir gefunden werden, darum dreht es sich bei dem, was wir im Leben tun. What our life's work is about, no matter what religion or what kind of work that we do. Bill Violas Kunst ist direkt und existenziell. Sie geht uns alle an. Heutzutage eine seltene Qualität. Das ist sehr beeindruckend, Pater Menekes. Diese Installation mit Tod und Leben so dicht nebeneinander und mit diesen Bildern, geht es nicht zu weit? Also ich habe es zum Teil mit Jugendlichen angeschaut, weil ich das Filmmaterial hatte. Und da waren einige, vor allen Dingen aus Afrika, die den Tod ihrer eigenen Eltern miterleben mussten. Die waren zum Teil so weit und so geschockt, dass sie aufgestanden sind und haben den Raum verlassen. Persönlich muss ich selber auch sagen, man braucht eine gewisse Zeit, um sich mit dieser Realität, die ja von uns all verdrängt ist, um sich mit dieser Realität einzufinden. Normalerweise ist es wirklich das Normalste von der Welt. Aber wir sind eben nicht normal. Und das ist das Tolle an dieser Kunst, die uns wirklich zu uns selbst zurückruft. Es ist ja auch aufgebaut in der Kirche als Altarbild. Das ist ja eine ganz traditionelle Geschichte. Was sagen Sie als Pfarrer, als Pater, das in einer Kirche wiederzufinden, in dieser Form? Ich kann mich natürlich nur darüber freuen, weil es auch eine ganze Reihe von anderen Triptychen waren, zum Beispiel The City of Man, die ich immer schon einmal gerne haben wollte. Und natürlich muss man sehen, man kann nicht während einer solchen Vorführung einen Gottesdienst feiern oder etwas Ähnliches, aber vielleicht ist da eben auch nur das Anschauen schon so etwas wie eine Messe. Das heißt, man kommt zu sich, man kommt zu den entscheidenden Fragen, aus denen unser Leben sich speist und aus denen unsere Hoffnung sich sozusagen nährt. Und das ist das Beste, was man machen kann. Weil Bill Viola sich ja nicht in dieser Tradition auch von christlicher Kunst sieht. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht ein bisschen problematisch, dass er wiederum in einer Kirche dann dieses Kunstwerk produziert. Eigentlich nicht. Bei ihm ist ja etwas sehr Schönes zu beobachten, dass er aus dem Christentum kommt in Amerika und dass er wie viele dieses Christentum zunächst erstmal distanziert hat, weil es ihm also nicht bekommen ist und nicht zu sich selber gerufen hat. Er ist dann eigentlich in den Osten und hat sich sehr genährt durch asiatische Philosophie, Buddhismus und vieles andere. Und er ist dann wieder zurückgekommen und hat auf eine ganz neue Weise christliche Traditionen gesehen, unter anderem also etwa das Bild als solches, die Magie des Bildes, die Sensualität des Bildes und natürlich das Triptychon. Weil er sagt ja, er ist so eher auf dem spirituellen Weg und er sieht diesen ganzen philosophischen, was Sie gerade auch gesagt haben, mit Tod, Leben und was eigentlich dazwischen stattfindet, ist unser Leben. Das sei ihm das Wichtige. Und er versucht in dieser Kirche dem Menschen, der es betrachtet, diese Erfahrung zu geben. Also ich kann das nur begrüßen, es ist ja nicht das erste Mal. Eine wirklich auch gelungene andere Präsentation war in der Kathedrale von Durham mit dem großen berühmten Bild vom Messenger. Und dies ist eben jetzt hier und ich war ganz neugierig, weil ich in Amsterdam diese Arbeit noch in einem Theater gesehen habe. Ich war ganz neugierig darauf, wie es eigentlich jetzt wirkt. Und ich hoffe, dass es nicht zum letzten Mal in einer Kirche ist, denn ich würde es wirklich auch gerne über einem richtigen Altar sehen. Das ist jetzt leider im Dominikanerkloster nicht der Fall. Würden Sie es in Ihrer Kirche installieren? Sicher, aber ich würde mir natürlich mehr wünschen, dass er für uns als etwas Neues macht. Das wünscht man sich immer. Sie verehren ihn sehr, den Bill Viola. Ich respektiere, also ich komme aus einem Background, wo man das Verehren möglichst begrenzt. Aber ich respektiere ihn und ich bewundere ihn zum großen Teil. Er ist wirklich ein Mensch, der zu vielem aufbruch, wo wir eine unserer alltäglichen Arbeit unterwegs sind. Weil er schafft ja auch was vielleicht die Kirche kritisch betrachtet nicht mehr kann. Er packt ein. Man kommt in diese Kirche rein, sieht dieses Kunstwerk und kann sich eigentlich gar nicht mehr entziehen. Ist man da auch so ein bisschen neidisch? Einerseits. Die Frage ist natürlich, muss man den Menschen so packen, wie er es hier tut? Ich denke, es ist wichtig, wie so ein kathartischer Prozess. Man muss solche Wachrufungen wirklich einmal mitmachen.
Auf der anderen Seite, wissen Sie, ich glaube, die Kirche, wenn sie richtig arbeitet, hat auch eine ähnliche Macht und einen ähnlichen Einfluss. Und viele nutzen ihn wirklich auch in einer aufgeklärten und zugleich also direkt traditionell oder verkündigenden Weise. Darum geht es ja in Religion, den Menschen aufzumachen, aufzubauen, ihm wirklich die eigentlichen energetischen Quellen vorzuführen, aus denen er leben kann. Und dazu gehört natürlich das Leben selbst, als Geburt, als Tod und die Aufmerksamkeit, dass ich alle Passagen, die ich im Leben mitmache, dass ich sie bewusst mache. Und dazu gehört natürlich, dass man es auch wirklich so bewusst mal vorgeführt bekommt, wie Sie vorhin gesagt haben, mit diesen sehr krassen Bildern, einmal der Geburt und einmal des Todes, wo man ja auch dazu sagen muss, diese Schreie, man ist ja da völlig drin in diesem Kunstwerk. Also das gehört einfach mal dazu. Der Schrei ist ja eine ähnliche große Dimension bei ihm, so ähnlich wie etwa bei Bacon. Ich finde, Religion kann in eine solche Kunst, durch eine solche Kunst wie durch eine Schule gehen und sich auf diese Weise wirklich voll erneuern zu den ursprünglichen Erfahrungen, aber freilich auch zu den Worten, die sie solchen Erfahrungen gegenüber anzubieten hat. Wie versuchen Sie das in Ihrer Kirche umzusetzen, dieses mehr bewusstere im Erleben von solchen Erfahrungen? Naja, also wir haben zwei Prinzipien. Das erste, wir leben nicht ohne Kunst. Ohne Kunst, denke ich, kann man heute überhaupt nicht mehr glauben, obwohl Kunst nicht Religion ist. Das zweite ist durch zeitgenössische Musik, dass wir endlich wahrmachen, etwa, dass wir nur zeitgenössische Musik zulassen. Also unser Organist sagt immer, Bach hätte es als eine Zumutung empfunden, immer nur Musik, die 300 Jahre älter ist, als er zu spielen. Wir müssen endlich ein Ja sagen zur Gegenwart. Und nur wer sagt, ja, zur Kultur der Gegenwart ist doch beim Menschen der Gegenwart. Das ist ganz einfach. Vielleicht ist das die Lösung. Ich hoffe es. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön, Herr Menikes. Danke.